Und häufig wird Infrastruktur erst wahrgenommen, wenn sie weg ist. Und es ist dann leider zu spät. Hallo zusammen. Mein Name ist Ulrike Ostrinski und ich bin bei ZB Med für die Pressearbeit zuständig. Mein Thema heute ist ein Positionspapier zu digitalen Diensten für die Wissenschaft. Und als Gast habe ich hier meinen Kollegen Konrad Förstner, einen der Verfasser des Papiers. Schön, dass du da bist, Konrad. Hallo Ulrike. Im vergangenen Jahr ist die Bedeutung digitaler Dienste endgültig in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Distanzunterricht, digitale Lehre, mobiles Arbeiten, all das bestimmt unseren Alltag inzwischen. In der Wissenschaft spielen digitale Dienste und Tools schon lange eine große und bedeutende Rolle. Man denke nur mal an kollaboratives Arbeiten, teilweise über Kontinente hinweg. Das wissenschaftliche Publizieren ist ein komplett digitaler Prozess geworden. Und die Bedeutung von Forschungsdaten ist immens groß. Dazu kommt natürlich die Aufbereitung dieser Daten und auch die Analyse dieser Daten. Daher hat die Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen eine Schwerpunktinitiative Digitale Information ins Leben gerufen. Innerhalb dieser Initiative gibt es eine Arbeitsgruppe Digitale Werkzeuge und Dienste. Konrad, du bist der Vorsitzende dieser Arbeitsgruppe. Kannst du uns in 2, 3 Sätzen erklären, womit ihr euch befasst? Sehr gerne. Der digitale Wandel findet auch in der Wissenschaft statt. Und das heißt, es gibt immer mehr Daten. Das ist erstmal schön, aber man muss sich auch vor Augen halten, dass die Daten an sich jetzt erstmal uns nicht weiterbringen. Man muss diese Daten in Wissen übersetzen und das benötigt so gut wie immer Software. Das heißt, Forschungssoftware ist ein essentieller Punkt im Forschungskreislauf geworden und die Bedeutung nimmt immer weiter zu. Das Bewusstsein darüber nimmt zum Glück auch zu, aber nicht in der Geschwindigkeit, wie wir uns das gerne wünschen. Und die Aufgabe von unserer Arbeitsgruppe ist, das zu beschleunigen, das heißt auch hier Empfehlungen zu machen, auf Missstände hinzuweisen und das in die breite Community der Forschenden einzutragen. Und nun habt ihr ein Positionspapier herausgegeben. Was war die Motivation dafür? Das Positionspapier schließt sich an eine vorhergehende Handreichung an und betrachtet eine spezielle Art von Software, nämlich die Dienste. Dienste nutzen eigentlich alle Forschenden in irgendeiner Art und Weise. Das können auch wieder hier sehr spezifische Dienste sein, die eine bestimmte Art von Daten übersetzt, speichert oder anderen bereitstellt. Das können aber auch generische Dienste sein. Und letztendlich ist die Forschung heutzutage sehr abhängig von solchen Diensten und wir wollten mit dem Positionspapier verschiedene Aspekte betrachten, verschiedene Punkte herausarbeiten und diese mundgerecht für Forschende und andere Entscheider entsprechend aufbereiten. Kannst du ein paar Punkte rausgreifen, die dir dabei am wichtigsten sind? Für mich ist das Wichtigste an dem ganzen Positionspapier, dass wir Bewusstsein schaffen. Viele Leute nutzen solche Online-Werkzeuge, ohne es tatsächlich wirklich sich vor Augen zu führen, und auch die Abhängigkeit von solchen Services im Hinterkopf zu haben. Und häufig wird Infrastruktur erst wahrgenommen, wenn sie weg ist. Und das ist dann leider zu spät. Und natürlich ist ein wichtiger Punkt hier, die Brücke zu schlagen zwischen den Nutzenden, den Betreibern, aber auch den Förderern. Und das, denke ich, haben wir in diesem Positionspapier ganz gut herausgearbeitet. Diese verschiedenen Perspektiven und die verschiedenen Aspekte, die in Bezug auf Informationsdienste oder Dienste allgemein betrachtet werden müssen. Das Positionspapier hat den kompletten Titel Digitale Dienste für die Wissenschaft. Wohin geht die Reise? Jetzt lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Was meinst du, wohin geht die Reise tatsächlich? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage natürlich. Und wir sind auch keine Hellseher und Hellseherinnen. Dennoch, denke ich, haben wir viele Sachen angeschnitten, die auf uns gerade zukommen und dessen Prozess wir auch gerade sehen. Die nationale Forschungsdateninfrastruktur, NFDI, ist eine Entwicklung natürlich auch in Richtung Dienste. Und das Gleiche gilt für EOSC, also die European Open Science Cloud. Das heißt, wir sehen, dass zum Glück auch die Relevanz von Diensten weiterhin oder immer mehr gewertschätzt wird und dass das Ganze auch zusammengezogen wird und zusammengetragen wird. So ein Dienst kann von einem Doktoranden oder einer Doktorandin geschrieben werden und betrieben werden, aber das ist dann nicht nachhaltig. Und der Trend, den wir jetzt sehen, das ist, dass diese Abhängigkeit auch gesehen wird und
zumindest ja die Unterstützung für solche Dienste damit zunimmt. Dennoch ist es wichtig für uns, und deshalb haben wir dieses Paper auch geschrieben, das noch in mehr Köpfe reinzukriegen, damit einfach der Support auch stärker wird. Vielen Dank für das Gespräch, Konrad, und für die interessanten Einblicke, die du uns gegeben hast. Damit leisten wir sicherlich einen Beitrag dazu, dieses wichtige Thema ins Bewusstsein zu rücken. Vielen Dank. Mehr Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Da ist ein Link zur ZBMeet-Website und natürlich auch zum kompletten Positionspapier. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.